Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Metal Gear Solid 4. Und wir sind in einem Bosskampf, nämlich Snake vs. Vamp. Und dieser Bosskampf ist ein bisschen speziell, weil Vamp ist ein unsterbliches Arschloch. Ja. Vamp. Eigentlich, ja. Er hat Naomi zu seiner Queen gemacht und deswegen hat er Otacons große Liebe gerade in Gewahrsam, kann man sagen. Außerdem hat er Otacons Schwester getötet. Kein Wunder, dass er ihn tot sehen will. Und wir dürfen Schusswaffen einsetzen. Na, das habe ich erwartet. Bleiben wir bei der Operator. Und wenn ihr keinen Schalldämpfer mehr habt, brauche ich ja nicht. Andersrum war es besser. Na? Wo bist du? Los, komm her. Hier hat man auch schon gegen Liquid und Metal Gear Rex gekämpft. In diesen Räumlichkeiten ist Gray Fox gestorben. Oh, Gray Fox. Ärmste aller Cyborg-Ninjas. Na gut, Olga hat's auch nicht gerade gut erwischt. Ah. Haut ganz schön rein. Unerwartet. Und das wird keiner der leichtesten Kämpfe. Ja, es reicht. Wow. Du mit deinem Messer. Wow. Nein! Lass mich endlich! Lass mich endlich! Lass mich! Wow! Wow! Das nenne ich heftig. So was ist mir noch nie passiert. Lass mich in Ruhe. Na? Das zieht alles kaum was. Na gut, das zieht schon ein bisschen mehr. Damit können wir es ein bisschen beschleunigen. Damit es weniger gefährlich für mich wird. Ration verschwenderisch. Ration werde ich ab jetzt häufiger denn je brauchen. Wow. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Was wirst du als nächstes tun? What you gonna do now? Hold your look. Kann schon nicht mehr reden. Wow. Ja, leider ja. Mann, du. Triple Hit, ey. Ich will euch nicht seinen Tanz zeigen, ey. Schon die zweite Ration. Ihr merkt, er legt mit den Attacken zu. Na? Eigentlich sollte man oft in Bewegung bleiben bei diesem Kampf, was ich gerade irgendwie nicht mache. Weil ich meine Gelegenheiten für den Schuss nutze. Wo ist er? Aha. Bloß nicht unten. Oben. Gut. Lassen wir den Kampf noch ein bisschen weiterlaufen. Einfach nur, um euch zu zeigen, was passiert. Wenn ich ihn einmal angreife, es passiert gar nichts. Okay, das war jetzt Rationsverschwendung eigentlich. Aber seine Ausdauer dürfte schnell runtergehen. In seinem Leben.
Oder auch nicht. Naja, dann habe ich halt gefailt. Das war ja einfach ein Schwierigkeitsgrad, wo ich das immer machen konnte. Aber es geht schneller runter. Das sieht man. Seht ihr? Er ist unsterblich. Also, was muss man tun, um ihn zu besiegen? Genau, man muss auf seine Playstation warten, die einen den Ton wegnimmt. Ist klar. Aber ihr seht wirklich, sein Leben geht wahnsinnig schnell runter. Nicht so schnell, wie ich erhofft habe. Nun gut. Er hat's nicht sollen sein, Vamp. Mann! Ich bin zu riskant, wenn er diese Attacke macht. Komm her. Nein, ich bleib weg. Ist mir lieber, wenn du wegbleibst. Los jetzt. Nochmal zu Drabbins Laden und ein bisschen Munition kaufen hier. Das kann ja nicht angehen. Guck mal. Für die M4. Warum nicht? Kann ich doch dran machen. Das sollte mal reichen. Jetzt kommen wir nochmal zu Waffen. M4. Nicht verkaufen. Auch so nicht. Gott, was mache ich hier? Ah, wie konnte man nochmal modifizieren? L2. Genau. Aufsatz. Machen wir eine Lampe. Wir nehmen den Vordergriff, den wir gerade gekauft haben, was glaube ich der war. Schalldämpfer brauchen wir nicht. Aufsatz oben. Das ist doch eine coole M4. Und zielsicher. Eine Menge zielsicherer. Ich habe Waffen hier nie modifiziert, weil ich eigentlich nicht mit diesen Waffen arbeite. Bis zu diesem Punkt des Spiels. Ich darf sein Leben nicht oben wegkriegen. Diese Spritze werden wir brauchen, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Wieso geht sein Leben jetzt nicht runter? Time to... Ah! So, was müssen wir tun, um den Kampf zu beenden, wenn er unsterblich ist? Ihn greifen und... Nanomaschinen spritzen! Wie gefällt dir das, Bastard? Okay, das war jetzt sehr aktionsaufwenderisch, dass ich das gezeigt habe, dass er sich recovered. Aber offensichtlich... Naja... Suicide Geckos. Snake, sorry to have kept you all waiting. You ready for this? Sunny gave me the go-ahead. What? Sorry, but I can't die just yet.
Then kill me. Snake, this one is mine. You keep those gecko at bay. Und genau hier machen wir den Break, Leute. Bis zum nächsten Computerbildschirmtausch schnell auf. Mal. Ciao.